nehmen wir diesen Zahn. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Nee, da komme ich nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Jetzt mal ernsthaft. Ist hier vielleicht irgendwo so eine kleine Plattform, wo ich mich draufstellen kann? Oder ein Schwein, das mich hochhebt? Ja, da unten ist eine Schweineschnauze. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss hier ja sein. Gut, kein Kommentar. Nochmal. Wobei die Plattform auch nicht viel leichter zu erklimmen aussieht, aber doch. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Hä? Was? Was hat das denn mit der echten Welt zu tun? Wobei ich das mit dem galoppierten Gegnerreihen noch nicht verstanden habe. Ah! Wenn ich was sehen würde, wäre das... Ah! Eine Feder, eine Faunfeder, ha? Gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Vor allem, dass die in ihrem kurzen Kleidchen in dem ganzen Eis nicht friert, jetzt mal ehrlich. Ja, ich sehe wieder super, wo ich hinlaufe. Nämlich gar nicht. Oh, da geht's auch hoch. So. Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. Noch einmal gucken. Nee, hier ist sonst nichts. Ein Kronleuchter. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich bin noch hier, ne? Hier. Chris Whitless konnte bisher noch jede Ginflasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Mhm. Wer? Kenn ich nicht. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Was sind da die Zähne? Achso, hier ist ein Pony-Dings. Oh, so, jetzt.
Da komme ich runter. Hier komme ich auch. Ob ich da auch wieder raufkomme? Ach so, da ist eine Flasche. Gut, dann gehen wir erst dahin. X. Zähne sind hier keine, nein. Okay, ich komme hier wieder hoch, sehr gut. Und dann gehen wir durch das andere Loch. Weil das hätte mich geärgert, hätte ich sozusagen das Falsche zuerst genommen und wäre nicht wieder hochgekommen. Ach ja, ich bräuchte mal wieder ein paar mehr Rosen. Das wegen nur einem Zahn? Bisschen mau, findet er nicht? Aber wahrscheinlich war das so eine Art Einführung in diese Plattform. Mehr, von wegen nur einem Zahn. Was willst du denn? Sieht man die auch ohne Dingens? Falsch. So. Und zwar da hoch. Da kommt Platz. Ja, da ist nämlich ein Ponyraum. Ah, ne, da. Yay! Hat es nicht gebracht, aber ein paar Zähne mehr sind immer gut. Schließlich wollen wir unsere Waffen noch ein bisschen aufbessern. Auf geht's! Oh, eine neue Rutschpartie. Hier ist nix. Nein. Nee, hier ist nix. Ich glaube, ich muss mich hier auch entscheiden, ob ich links oder rechts will. Ich glaube, ich will... Sterben. Genau das wollte ich nicht sagen. Gott. Dann versuchen wir es mal hier oben lang. Ah, ich kann mich verlangsamen, wenn ich nach hinten drücke, okay? Langsam. Oh, blöd. Vor allem, man verliert dann gleich so viel, ne? Welcher Weg jetzt besser ist, weiß ich nicht. Langsam durch die Kurve. So. Gott, hier ohne Dingens ist auch echt gemein. Oh, gut, weiter geht die Rutschpartie. So schön langsam. Kurven sind echt mies. Ich meine, okay, die Zähne kommen einem schon ein bisschen entgegen, aber die Kurven sind echt mies. Das könnte ich in schnell nicht. Ich finde langsam gerade schon ganz gut. Auch wenn ich jetzt quasi ewig brauche. Ist mir das gerade egal gewesen, aber immerhin, ne? Man hat ja gesehen, wie gut ich darin bin, dem Scheiß auszuweichen. Nämlich gar nicht. Na, nochmal. Komm.
Sehr gut. Das war's, ne? Vielleicht doch nicht. Na super. Du hast mir gerade noch gefehlt. Gesagt. Und? Nein, nein. Ah, ich hab doch gedrückt. Ich hatte wirklich gedrückt. Ich hab gar den richtigen gedrückt. Ah, scheiße. Jetzt hatte ich nicht gedrückt. Habe ich alles? Yep. Ist da oben irgendwas oder sieht das noch aus? Ach, ich finde die Kronleuchte überall auch irgendwie komisch. Irgendwie gut, aber irgendwie auch seltsam. Das ist so ein Radula-Raum, ne? Ich glaube schon. Hier ist noch ein goldener Zahn und ein Pony mit einer Flasche. Ich habe so viele Flaschen gesammelt. Na dann rein hier. Gucken, was das wird. Versuche im Zustand der Gesundheit von Feinden zu sammeln. Ja, ach nein. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Das alles, nur meint es der Tornado nicht so. Beide sind grausam. Ja. Beide sind wahllos und zerstörerisch. Ja. Beide sind gewaltig. Ja, also alles. Exzellent. Gut, dann habe ich eine Rosenfarbe. Okay, na hoffen wir, dass wir da alle hinbekommen. Oh. Kurz bevor man ihn besiegt, brennt der bedrohliche irgendwas. So, der Radula-Raum ist verschlossen. Muss irgendwo. Ah! Hierhin wollte ich sagen. Da ist die Flasche. Oh, der Weg dahin ist aber doch ein Stückchen weiter, als ich dachte. Klein machen, gucken. Halt! Achso, das ist die Kuh.